So Leute, willkommen zurück. Wir sind... Zwischen den Anomalien lagen nur einige Minuten. So, wir machen jetzt... Die Gegenmaßnahme war Pauls Preis. Nächsten Tag. Alles, was er erschaffen hatte, basierte auf Wilson. Nächsten Part, Leute. Sein Plan beruhte auf ihr. Klar habe ich mich darauf gefreut, sie ihm wegzunehmen. Was ist nur mit dir passiert? Scheint, als wärst du auf dieses unheimliche Ding gestoßen. Ja. Auf ganz entspannt. Paul hat Monat lange Zeit im Geheimen geleitet. Das hat wahrscheinlich bei dieser ganzen Realitätsverlustsache nicht geholfen. So. Okay. Dann muss ich von der anderen Seite ran. Paul sagte mir, dass er versucht hatte, alles zu ändern. Aber er hatte versagt. Was er gesehen hatte, ließ ihn zerbrechen. Ich hatte gesehen, wie Beth dasselbe Schicksal ereilte, aber Paul, es verzehrte ihn. 17 Jahre, die er zweimal durchlebt hat. Alles aus dem Gedächtnis aufgezeichnet. Er wusste, zu welchen Markttrends es kommen würde. Er verfügte über das Wissen, ein Vermögen zu machen, und das tat er dann auch. Gut, dann geht's mal weiter. Wir nähern uns zum Ende von dem Game, denke ich mal. Gehen wir hier erstmal rein. Paul war ein sehr mächtiger MIT. Mann, der Kopf eines Imperiums. Aber hinter dem Schleier war er ein sterbender Mann. Es gab deutliche Anzeichen dafür. Dr. Emeril war der einzige Grund, warum Paul noch am Leben war. Aber ihren Unterhaltungen zufolge war ihre Beziehung nicht nur beruflicher Natur. Es ist nicht an mir, das zu kommentieren. Wir sollten das nicht tragen. Warten Sie, ich kann das erklären. Joss, Wheeler, ich gehöre zum Technikpersonal. Ernsthaft, nehmen Sie bitte die Waffe runter. Joyce, Hilfe! Auswärmen! Komm, runter! Was war das? Ah, ich brauche Deckung! Ich... So, easy. Joyce, Gott sei Dank. Fuck, das hätte übel ausgehen können. Hätte. Bist du Charlie? Ja, ja. Lass mich die Tür aufmachen. Das Rettungsboot drehte sich um die Gegenmaßnahme. Er wusste, dass Will versuchen würde, sie wieder in seinen Besitz zu bringen. Deshalb wurde er umgebracht. Und er wusste, dass ich es irgendwann auch versuchen würde. Er hatte offensichtlich recht. Mach auf. Bitte sehr, Joyce. Hoffentlich weißt du, was du verdammt nochmal tust. Ja, ich auch. Ich hoffe es auch. Alles zu klein, alles Mögliche nehmen wir noch mit. Da ist er. Der CFR. Die Gegenmaßnahme. Wie auch immer das Ding genannt wird. Greif zu, Joyce. Hier noch. Etwas ist in dieser Kammer passiert, bevor ich dort angekommen bin. Was auch immer es war. Es war blutig. Ich hatte den toten Typen schon mal gesehen. Ah. Liam Burke. Was war mit ihm geschehen? Will hatte 11 Jahre gebraucht, um die Gegenmaßnahme zu bauen. Beth starb für sie. Und ich wusste, sie könnte den Riss reparieren. Dieses verfluchte Ding. Das Problem war, ich hatte keine Ahnung, wie man sie benutzt. Und der Einzige, der das wusste, war tot. Aber Monarch nahm sich seiner an, bevor das geschehen konnte. Die Universitätszeitmaschine. Der Kern ist hier. Können wir gehen, oder was? Ich muss in die Kammer darüber kommen. Kein Problem. Hier geht's rauf. Danke für die Hilfe. Kein Ding. Viel Erfolg. Okay. Kommst du nicht mit? Nein, ich muss wieder runter. Ich muss mich noch um jemanden kümmern. Okay. Viel Glück, Joyce. Dankeschön. Ja. Hey, was willst du da oben überhaupt? Die Kurzfassung? Ich muss in die Vergangenheit reisen und meinen Bruder retten. Du reist in die Vergangenheit, ja klar. Egal, du musst es mir nicht sagen. Wenn er wüsste.
Paul hatte den Kern der Zeitmaschine aus der Universität in seine Maschine eingebaut. Das war Teil seines kranken Verlangens nach Kontrolle. Aber dadurch erhielt ich eine letzte Chance, alles in Ordnung zu bringen. Ich konnte in die Vergangenheit reisen, vielleicht Will finden, bevor Paul ihn tötete. Und wenn ich Will die Gegenmaßnahme geben könnte, könnte ich vielleicht das Ruder noch herumreißen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Warte, ich warte nur auf, dass jetzt Gegner herkommen. Der Kern war installiert, die Maschine bereit. Ich musste den Korridor in Position bringen. Machen wir das mal, ne? Okay, so sollte es funktionieren. Oh, fuck. Ich wusste, dass es nicht so einfach ist. Natürlich. Was soll ich machen? Was soll ich da machen? Ich kann nichts mehr machen, gar nichts, Niente. Wie bescheuert ist das? Natürlich. Endlich. Sorry, Sniper kann ich nicht gebrauchen, ja. Ernst jetzt? Das ist alles bestens. Los geht's. Thank you.
ist tot. Jetzt ist er erst tot. Gut, dann ist noch einer. Okay. Scheiß Rucksack. Das ist dieser Drecks. Da sind die Rucksack. In your face. Ich brauche noch Munition, mal ein bisschen, wäre nicht schlecht. Oh, gern geschehen, du langsame Computerfrau. Du langsame Computerfrau. Die Maschine war bereit. Ich musste nur das Datum eingeben. Der früheste Zeitpunkt, zu dem ich zurückkehren konnte, war die erste Aktivierung des Kerns in der Universität. Wenig Zeit, um ihren Bruder zu retten. Ich hatte keine Wahl. Ich hoffe, du hältst dein Werbeversprechen. Alles klar, Leute. Ich mache jetzt hier einen Cut und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.